Übertragung starten, damit alle Teilnehmer sie Einen hören schönen guten können. Abend, meine Das sehr verehrten Programm Damen und wird Sie Herren. Mein Name ist benachrichtigen, Christoph sobald die Reichweiß und im Namen der ÜFOS. Sprachübertragung beginnt. Die Sprachübertragung. Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und im Namen der ÜFOS darf ich Sie sehr herzlich zur heutigen Online-Konferenz begrüßen. Ja, die Sommerpause ist vorbei. Passend zum Regenwetter in Deutschland befassen wir uns heute mal wieder mit den Kapitalmärkten. Wir schauen zunächst natürlich auf die Europäische Zentralbank. Die Null muss stehen. Ganz im Sinne einer Fußballmannschaft hat sich die Notenbank hier geäußert. Wir werden verschiedene Facetten anschauen und das Ganze dann abrunden mit interessanten Themen aus der Welt der Kapitalmärkte, respektive auch den Schlussfolgerungen, die aus der Perspektive eines Anlegers daraus zu ziehen sind. Wir steigen zunächst ein und betrachten den Zinsen, die Zinsen, den Euro und auch die Notenbank. Das ist natürlich ein wichtiges Thema für uns alle. Schließlich legen wir unser Geld überwiegend im Euro an und sind auch mittelbar durch unsere Anlagen bei Lebensversicherungen, Pensionskassen, Versorgungswerken, ja bis hin zu den Rückstellungen unserer privaten Krankenversicherung, ja alle im Euro und in den Zinsmärkten des Euroraumes investiert. Und von daher hat die Entwicklung, die wir hier sehen, nicht nur Auswirkungen auf Anlagen, die Sie in Ihrem Depot sehen, sondern die wirken sich wirklich auf sehr, sehr viele unterschiedliche Facetten Ihrer privaten Finanzanlagen aus. Wir schauen zunächst mal auf die Zinsen, was Sie hier sehen. Das ist der Leitzins in Türkisblau. Sie sehen, der stand mal Anfang der 2000er Jahre fast bei 5%. Vor der Finanzkrise waren wir auch immerhin bei Werten, da waren wir bei 4%, also ein sehr, sehr auskömmliches Zinsniveau. Das hat es auch Banken und Versicherungen ermöglicht, auch nach eigener Marge ordentliche Überschüsse respektive Zinsen an versicherte respektive Bankkunden weiterzugeben. Und Sie sehen, wie die Zinsen implodiert sind. Und aktuell haben wir sogar einen Einlagezinssatz, der bei minus 0,4% liegt. Das heißt, Banken müssen das Kapital, was sie bei der Europäischen Zentralbank hier lagern, mit einem Strafzins versehen. Also sie müssen selbst zahlen. Und dementsprechend geben die Banken eben diese Strafzinsen zum Teil an Anleger weiter. Zuerst nur an die großen Anleger, wie zum Beispiel Investmentfonds. Im nächsten Schritt auch an größere Firmenkunden und dann je nach Institut ging es herunter bis zum klassischen Privatanleger, je nachdem, wie viel Kapital hier vom Anleger beim jeweiligen Institut geparkt wurde. Also wir sehen schon eine historisch einmalige Zinssituation und tendenziell dürfen wir davon ausgehen, dass je länger diese Zinssituation anhält und je deutlicher dieser Zins von dem entfernt ist, was jeder von uns als angemessen empfinden würde, desto größer ist der Anlagenotstand, desto größer steigt der Druck, hier handeln zu müssen und dementsprechend auch größer ist das Risiko finanzieller Fehlentscheidungen. Der Euro hat sich in jüngster Vergangenheit sehr positiv nach oben entwickelt. Sie sehen das hier in blau dargestellt, der handelsgewichtete Euro-Wechselkurs. Und Sie sehen es ja auch eingezeichnet, seit dem Jahr 2000, also seit der Einführung, haben wir hier einen Durchschnitt von 99,7, aktuellen Wert von 98,8. Also Sie sehen schon hier dieser doch Anstieg in der jüngeren Vergangenheit des Euros, der belastet natürlich die exportorientierten Unternehmen der Eurozone. Und das ist vielleicht durchaus auch ein Grund, den die Europäische Zentralbank hier berücksichtigt hat. Man möchte ja tendenziell eine etwas schwächere Währung haben, weil das natürlich gut für den Export ist, weil das vielleicht auch ermöglicht, hier weitere Investitionen anzuziehen. Aber wie gesagt, wichtig hier nicht, dass Sie die Meinung der Notenbank teilen müssen, aber es geht um das Verständnis dafür, warum die Notenbank weder ihr Wording bezüglich des Anleiheaufkaufprogrammes geändert hat, noch warum wir hier in Sachen Zinsen positivere Mitteilungen erhalten haben. Im nächsten Schritt das Thema Inflation. Die Notenbank verfolgt ein Inflationsziel von nahe 2%. Das sehen Sie hier eingezeichnet in diesem Rot. Und die Inflationsrate in diesem helleren Türkisblau 1,3%, die beinhaltet auch Aspekte wie zum Beispiel Energie, also sehr schwankungsreiche Komponenten. Und diese schwankungsreichen Komponenten, die haben damals die Inflationsrate, Sie sehen es hier, in den negativen Bereich gedrückt, also das Thema Disinflation haben wir hier gesehen und dann mit der Erholung der Energiepreise hatten wir diesen Inflationsanstieg bis auf die Zielgröße der Europäischen Zentralbank und nun ja, da dieser Effekt über die Monate ausgelaufen ist, sehen Sie, wie die Inflation zurückkommt und die Notenbank verweist nun wiederum stärker auf die
sogenannte Kerninflationsrate, wo man eben sowas nicht beinhaltet. Aber auch die liegt, Sie sehen es in dunkelblau, nur bei 1,1% und dementsprechend auch deutlich von der roten Linie entfernt, die eben hier die 2% symbolisiert. Die Notenbank lebt natürlich nicht nur im Hier und Jetzt, sondern man schaut natürlich auf die Zukunft und dementsprechend ein weiterer Grund dafür, dass die Europäische Zentralbank nicht, wie es vielleicht manche Kapitalmarktteilnehmer erwartet haben, hier reagiert hat. Das sehen Sie bei den Inflationserwartungen und auch hier wiederum in dunkelblau die Inflationserwartung für 5 Jahre in 5 Jahren. Und da sehen Sie mit einem Wert von knapp 1,6% sind wir doch wiederum auch hier deutlich von der Zielgröße von 2% entfernt. Das heißt, die Notenbank ist hier offensichtlich auch nicht davon überzeugt, dass die Inflation sich auf diesem Level einpendeln wird, was die Notenbank auch selbst als Ziel hat. Also man schaut sich hier die marktbasierten Indikatoren an und die zeigen sowohl bei der aktuellen Inflationsrate als auch bei den langfristigen Inflationsraten, dass hier die Zielgrößen verfehlt werden und aus dieser Perspektive gab es eben keinen Grund für die Europäische Zentralbank hier stärker zu reagieren. Meines Erachtens möchte man erstmal abwarten, was die US-Notenbank tut, inwieweit wird man die Zinsen weiter erhöhen, inwieweit wird man die Bilanz schrumpfen, welche Auswirkungen hat das auf die Wechselkurse und wie werden sich die Inflationserwartungen in der Eurozone hier entwickeln und dementsprechend wird man im September respektive Oktober sich hier überlegen, was denn genau passiert. Ansonsten positiv gesehen muss man festhalten, dass natürlich diese Liquiditätsflut, die wir die letzten Jahre gesehen haben, zu einer Beruhigung der Marktteilnehmer und auch der Preise im Finanzsystem geführt hat. Die Zentralbank berechnet hier einen Stressindikator, der den systemischen Stress im Finanzsystem der Eurozone misst. Und Sie sehen diesen massiven Anstieg natürlich im Rahmen der Hypotheken in Finanzkrise, dann wieder einen sehr, sehr starken Anstieg im Rahmen der Staatsschulden- und Eurokrise. Und seitdem ist dieser Stress kollabiert, weil die Notenbank natürlich hier extrem stark in die Märkte eingegriffen hat und für eine Beruhigung gesorgt hat. Also das soll vorerst so bleiben. Das möchte die Notenbank nicht gefährden. Und dementsprechend hat man auch, obwohl die politischen Risiken sich nach den Wahlen in Holland und Frankreich massiv reduziert haben, möchte man hier erstmal nicht weiter agieren. Wenn Sie etwas kaufen, dann schwillt Ihre Bilanz an und dementsprechend sehen Sie hier mal die Notenbankbilanz der Europäischen Zentralbank. Sie sehen in Rot dargestellt die Wertpapiere, die man im Rahmen der Ankaufprogramme hier erworben hat und das ist doch auch ein entsprechend großes Volumen, wie wir hier auch alle gemeinsam feststellen können. Und wenn man davon ausgeht, dass das Programm bis Mitte Dezember 2017 so durchgeführt wird, wie es jetzt kommuniziert wird, dass man sich gegebenenfalls auch noch die Möglichkeit erhält, hier weitere Anpassungen vorzunehmen, dann ist davon auszugehen, dass dieser rote Anteil sich hier entsprechend noch nach oben bewegt und dass natürlich die Bilanzsumme insgesamt sich auch weiterhin noch nach oben bewegen wird. Und wenn wir uns mit anderen Notenbanken vergleichen und sich mal betrachtet, was tun die Schweizer eigentlich? Nun ja, die Schweizer, die drucken den Franken, werfen ihn auf den Markt, tauschen ihn in andere Währungen, um die eigene Währung zu schwächen und den Gegenerlös, den investieren sie in Aktientitel, unter anderem auch in US-amerikanische Aktien- und Technologietitel. Und wir kaufen hier entsprechend momentan Staatsanleihen und Unternehmensanleihen. Also, wenn Sie Notenbankbilanzen betrachten, dann geht es nicht nur um die Quantität, sondern es geht auch um die Qualität dessen. Aber das überlasse ich auch dann Ihrem Urteil. Was wir momentan nicht sehen und nicht diskutieren, einfach weil die Themen der Krise nicht präsent sind, das sind die sogenannten Tage-2-Salden, also das, was wir hier als Ungleichgewichte im Zahlungsverkehr innerhalb der Eurozone wahrnehmen. Und Sie sehen schon hier die Forderungen von Deutschland in Orange, die sind mittlerweile bei rund 855 Milliarden Euro angekommen. Gleichzeitig natürlich die Verbindlichkeiten der Peripherie, das sehen Sie hier in Blau dargestellt, die sind hier entsprechend spiegelbildlich zu sehen. Und das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt, den wir auch momentan bei den Austrittsverhandlungen von Großbritannien aus der Europäischen Union sehen. Also wenn Sie so eine Gemeinschaft wie beispielsweise die Europäische Union oder auch die Eurogemeinschaft, wenn Sie die haben, dass sich da einzelne Mitglieder herauslösen, dann wird natürlich diskutiert, welche Rechnungen sind noch offen, wer muss wem noch etwas zahlen und wie wird das genau bezahlt, über welchen Zeitraum und was ist hier gegebenenfalls auch aufzurechnen. Und diese Tage-2-Salden sind dementsprechend ein Aspekt, der immer mal wieder von Ökonomen kritisch beäugt wird, wenn man sagt, okay, wenn es hier zu
ungeordneten Austritten aus der Eurozone kommt, vielleicht aufgrund von politischem Druck oder von einer Volksabstimmung, dann stellt sich ja die Frage, wie diese Ungleichgewichte dann mal ausgeglichen werden, wie werden die zurückgeführt, in welcher Währung werden die zurückgeführt und insgesamt dementsprechend ein zusätzliches Haftungspotenzial für Deutschland, was sich hier entsprechend ergibt. Momentan wird es nicht großartig diskutiert, aber ich bin mir sicher, die nächsten 3 bis 4 Jahre wird das Thema mal wieder aufs Tablett kommen. Also, Zwischenfazit. Die Banken werden weiterhin neue Erlösquellen schaffen müssen. Das heißt, wir werden die Erhebung von neuen Gebühren sehen, respektive natürlich die Erhöhung von bestehenden Gebühren. Die Politik, die sich teilweise kritisch zur Notenbankpolitik äußert, die muss natürlich hinterfragen, ob die Substanz so hoch ist, wie die Argumente, die hier gebracht werden, zu sein scheinen. Meines Erachtens nicht, weil am Ende des Tages muss man ganz klar festhalten, dass wir zu dem Zeitpunkt, als die Europäische Zentralbank begonnen hatte, sich hier einzuschalten, damals hatten wir Zinsen für Staatsanleihen der Eurozone im Bereich von 6 bis 7%. Dieses Level wäre nicht nachhaltig gewesen und auf diesem Level wäre es definitiv zu Ausfällen gekommen, der Rückzahlung von Staatsanleihen. Und was das bedeutet in einem Finanzsystem, was derart vernetzt ist, das kann sich, glaube ich, jeder ausmalen. Und dementsprechend müssen wir einfach akzeptieren, dass wir uns in einem einheitlichen Währungsraum befinden und dass eben die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank nicht nur für das wirtschaftliche starke Deutschland gemacht wird, sondern eben für die gesamte Währungszone. Das systemische Risiko, das haben Sie gesehen, das ist da stark zurückgekommen. Die Nachfrage auch nach Edelmetallen als Systemschutz oder Lagerstellen für Wertpapiere außerhalb des Euroraumes. Sie sind massiv zurückgekommen, auch weil die Nachrichtenlage natürlich deutlich entspannter ist als vor einigen Jahren. Mein Appell trotzdem, man sollte sich mit dem systemischen Risiko beschäftigen. Man sollte hinterfragen, was wäre, wenn und dementsprechend Maßnahmen treffen. Und da ist es doch sinnvoller, diese Maßnahmen in Ruhe durchzuführen, anstatt dann in Hektik auszubrechen, wenn die Nachrichtenlage sich mal wieder verändern sollte. Das Thema Inflation, dort sehen wir momentan keinen großen Druck. Sie haben die Daten gesehen, aber perspektivisch würde man erwarten, dass die wirtschaftlich stärkeren Länder eine höhere Inflationsrate tragen müssen als die schwächeren Länder. Die Begründung ist relativ simpel. Wenn sie die gleichen Zinsen für unterschiedliche Konjunkturen haben, dann würde man dort eine höhere Inflation erwarten, wo die Konjunktur deutlich stärker läuft. Also sollte die Inflation in Deutschland eben höher liegen als eben in den schwächeren Ländern. Und das ist ja auch etwas, was der Internationale Währungsfonds mehr oder weniger direkt angedeutet hat. Aber Sie sehen es auch, Inflation lässt sich weder auf Knopfdruck noch über das digitale Äquivalent der Druckerpresse erzeugen. Und vielleicht sehen wir hier einfach auch die Folgen der Globalisierung, der Digitalisierung, vielleicht auch der Übersättigung verschiedener Märkte, weil der Konsument eben auch nur eine gewisse Menge konsumieren kann und weil wir vor allem auch sehen, dass die Einkommenssituation sich tendenziell so auseinanderentwickelt, dass die gut vermögenden Haushalte tendenziell immer mehr sparen können, also immer mehr Vermögen bilden, während andere Haushalte eben keine Möglichkeit zur Vermögensbildung haben und dementsprechend auch in Sachen Konsum tendenziell hier stagnieren. Also für die Zukunft bei der Notenbank schauen wir auf die Kerninflationsrate und die langfristigen Inflationserwartungen. Die werden Sie bei uns auch regelmäßig sehen. Und das war ja auch der Grund, warum wir uns derart geäußert haben, dass wir keine große Zinswende erwarten, weil wenn wir auf die Daten schauen, die auf die Notenbank hier betrachtet, dann konnte man nur zu dem Schluss kommen, dass wir keine nachhaltige Wende sehen, sondern vielleicht in dem Maße, wo die Inflation steigt, auch steigende Nominalzinsen. Aber Sie sehen das hier im letzten Punkt. Für uns als Anleger ist doch der Realzins entscheidend. Also der Nominalzins abzüglich der Inflationsrate. Und was bringt es uns, wenn die Zinsen heute um 1,5% steigen, nachdem die Inflation um 1,5% gestiegen ist? Dann ist beim Realzins überhaupt nichts passiert. Steuerlich sieht das Ganze sogar noch schlechter aus, weil wir müssen ja die Nominalzinsen versteuern, weil die Inflation bleibt bei der steuerlichen Betrachtung außen vor. Also von daher müssen wir ganz klar festhalten, der Anlagenotstand in der Eurozone, der bleibt sowohl Ihnen als privater Anleger als auch den Profis, wie auch den institutionellen Anlegern wie Versicherungen und auch den Versorgungswerken mit Sicherheit noch einige Zeit erhalten. Und auch die Schäden, die jetzt entstehen, die werden auch nach einem gewissen Zinsanstieg noch über viele, viele Jahre hier entsprechend nachwirken. Schauen wir uns zunächst die Entwicklung der Kapitalmärkte nochmal an. Bisher im Jahr 2017 mit den Schlusskursen per gestern. Sie sehen schon, Aktien der
Emerging Markets, also der aufstrebenden Schwellenländer mit einer sehr, sehr starken Entwicklung, fast 26% Aufschlag in der Abrechnungswährung, aber auch insgesamt, Sie sehen es, globale Aktien, auch jetzt mal ohne Währungseffekte gerechnet, plus 13%. Der Goldpreis immerhin auch mit 9%, in Europa Aktien plus 8%, Rohstoffe plus 4,3% und ja, Anleihen von Unternehmen mit solider Bonität im Euroraum ja roundabout der plus minus null. Also, wer hätte es am Anfang des Jahres gedacht, dass die Schwellenländer hier sich so positiv entwickeln, weil theoretisch würde man unterstellen, dass ein stärkerer Dollar sich schlecht auf die Schwellenländer auswirkt. Und jetzt sehen wir, okay, der Dollar ist schwächer geworden, als man das erwartet hat. Und die Schwellenländer scheinen davon profitiert zu haben. Der Euro hat sich sehr positiv entwickelt. Sie sehen es hier seit Jahresbeginn Aufschlag rund 10,4% gegenüber dem US-Dollar. Und das hat natürlich die Entwicklung von global ausgerichteten Portfolios erheblich belastet. Weil wenn Sie in globale Aktien investieren, dann haben Sie 65, 70% Aktien aus Nordamerika. Das heißt, da wirkt die Währungsentwicklung gegen Sie. Wenn Sie physisches Edelmetall halten oder Edelmetalle, die grundsätzlich im Dollar abgerechnet werden, dann wirkt die Währung auch gegen Sie. Und dementsprechend wurden im ersten Halbjahr diesen Jahres Anleger, die sinnvollerweise ihr Vermögen global verteilen, gewisse Währungsdiversifikationen vornehmen, die wurden etwas bestraft, weil eben die Währungsentwicklung so extrem positiv zugunsten des Euros war. Ansonsten Gold in US-Dollar plus 8,5%. Aber auch hier, Sie sehen schon, wenn Sie die Mathematik mal verknüpfen und Sie mit Gold in US-Dollar 8,5% plus machen, die Währung aber gleichzeitig 10,5% gegen Sie läuft, dann haben Sie eben mit einer unbesicherten Goldposition ein Minus von 2% im Jahr erzielte oder in diesem Kalenderjahr. Gleiches gilt natürlich auch für die Rohstoffe. Wenn Sie ein Plus von 4,3% auf der Indexebene haben, aber Sie haben 10% Verlust aus der Währung, dann sieht es aus der Anlegersicht eben mit minus 0, mit minus 6% deutlich negativ aus. Gleiches gilt natürlich eben auch hier für Silber. Also, das ist ein wesentliches Thema. Das eine sind die Entwicklungen in der konkreten Abrechnungswährung. Häufig eben der Dollar, gerade bei Gold, bei Rohstoffen und bei internationalen Aktien des Dollarraums. Das andere ist eben dann die Perspektive aus der Anlegersicht, wo wir die Entwicklung des Vermögenswertes mit der Entwicklung der Währung zusammenführen. Anleihen, auch das möchte ich Ihnen mal zeigen, weil das auch Segmente sind, die oft ein bisschen untergehen. Der Anleihemarkt ist sehr, sehr heterogen, auch durchaus sehr spannend. Ich glaube auch ein Markt, der im Gegensatz zu Aktien, gerade für aktive Manager, in den nächsten Jahren eine sehr, sehr große Performancequelle darstellen kann, einfach vor dem Hintergrund, dass wir hier Bewegungen haben, dass wir unterschiedliches Verhalten der Notenbanken sehen könnten und dementsprechend das eine Anlageklasse, die man vielleicht sogar eher aktiv abbilden sollte, während Sie im Aktienbereich schon gut überlegen müssen, wo macht aktives Management Sinn, wo ist vielleicht die passive Anlage zumindest in der Kombination sinnvoller. Aber Sie sehen es auch schon hier, die Schwellenländer mit der stärksten Wertentwicklung, auch die Hochzinsanleihen USA 4,6%, insgesamt eine relativ positive Entwicklung bei allem, was Anleihen betrifft, wo Sie eine gewisse Risikoprämie drin haben, seines Laufzeitrisiken, seines Kreditrisikoprämien und dort, wo Sie halt eben sehr, sehr defensiv unterwegs waren, also zum Beispiel deutsche Staatsanleihen oder sehr defensive Segmente des Euro-Anleihenmarktes, da sehen Sie eben hier, da sind wir dann eben hier auf der negativen Seite. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt für die Zukunft, dass man sich eben klar machen muss, dass eine defensive Anlageklasse aufgrund ihres historischen Verhaltens für die Zukunft nicht unbedingt besonders defensiv sein muss. Sie wird zwar geringer schwanken als beispielsweise der Aktienmarkt, aber das bedeutet nicht, dass sie per se eine stetige oder eine positive Kapitalmarkt- oder Kapitalentwicklung haben werden. Es kann ja durchaus auch zu Kapitalverlusten kommen. Wer dann noch die Inflation und auch die steuerlichen Aspekte mit ins Kalkül nimmt, der hat hier natürlich eine Ertragserwartung, die tendenziell mit einem negativen Realzinse auslaufen sollte. Die unangenehme Situation nochmal dargestellt. Sie sehen hier unten die Laufzeit in Jahren für
eben verschiedene Anleihensegmente sind auf der Hochachse die Renditen und in Blau habe ich hier nochmal die Inflationsrate eingezeichnet. Und was Sie hier sehen, diese verschiedenen Linien, das sind verschiedene Bonitätsstufen von Unternehmensanleihen. Tendenziell viele professionelle Investoren, die erwerben zum Beispiel nur Papiere, die mindestens über ein A-Rating verfügen. Und wenn Sie mal mit mir auf diese Kurve schauen, dann stellen Sie fest, ja, Sie brauchen hier fast 10 Jahre, um mit Papieren dieser Qualität auf die Inflationsrate zu kommen. Und dann haben Sie noch keine Handelskosten hier entsprechend berücksichtigt und auch keine Steuern. Und das zeigt doch, wie dramatisch dieser Anlagenotstand in der europäischen Gemeinschaftswährung hier ist. Und das erklärt auch, warum wir diese Ausweichreaktion auf Immobilien, auf Private Equity, auf Infrastruktur haben, weil das tendenziell Segmente sind, die eine höhere Ertragserwartung bieten als Anleihen, die aber, da sie nicht täglich ihren Preis notieren, wie das Aktien eben tun, deutlich weniger schwankungsanfällig sind. Und Schwankungen sind entweder aus Reporting-Gesichtspunkten oder auch aus emotionalen Aspekten eben durchaus unangenehm. Also versucht man, die zu vermeiden. Und ich glaube nicht, dass das momentan der beste Weg ist, weil natürlich diese Märkte auch schon sehr stark mit Liquidität überflutet wurden. Und diese Liquiditätsüberflutung, die sorgt natürlich für geringere erwartete Erträge in der Zukunft. Und in einigen Segmenten muss man doch hinterfragen, ob hier das Rendite-Risikoprofil noch angemessen ist oder ob die Renditen nicht so niedrig geworden sind, dass die Risiken nicht mehr reflektiert werden und dass es vielleicht doch besser ist, diese Vermögensklassen momentan nicht zu allokieren und sich stattdessen eher im Cash aufzuhalten. Ansonsten, erstes Semester Volkswirtschaft, ist der Zins zu niedrig, dann kommt es zu Fehlallokationen von Kapital. Fehlallokationen von Kapital sind nichts anderes als finanzielle Fehlentscheidungen. Ich habe Ihnen hier mal die Rendite für Hochzinsanleihen mitgebracht, aus dem Euroraum. Und Sie sehen schon, wir haben ein Renditeniveau aktuell von 2,5% für Hochzinsanleihen. Also da sieht man schon sehr, sehr deutlich, wohin uns dieser Anlagenotstand gebracht hat. Und das meines Erachtens auch eine Vermögensklasse, die irgendwann symbolisch dafür stehen wird, wie groß der Anlagenotstand war, wie groß der Druck auf die Investoren hier war, zu diesem Zeitpunkt eben noch Renditen aus Segmenten zu quetschen, die noch etwas mit festverzinslichen Papieren zu tun haben, die in der Heimatwährung notieren. Aber auch hier, wie gesagt, man muss hinterfragen, ob dieses Renditeniveau und auch die Restlaufzeiten, die hier in diesen Indizes enthalten sind, wirklich das reflektieren, was man an Risiko hier letztendlich auch zu tragen hat. Wenn wir vom Anleihemarkt mal auf den Aktienmarkt schauen, dann möchte ich Ihnen jetzt gar nicht einzelne Länder oder Sektoren vorstellen, sondern eine Einklassifizierung, die momentan sehr stark en vogue ist, die auch zunehmend stärker in privaten Anlegerportfolios stattfindet. Das ist das Thema Smart Beta, respektive auch das Thema Faktorprämien. Vereinfacht gesprochen geht es hier darum, Aktien nach verschiedenen Kriterien einzugruppieren, einzuklassifizieren. Und zum Beispiel sagen, okay, es gibt Aktien, die haben tendenziell eine geringere Volatilität als der Gesamtmarkt. Das ist dann dieses sogenannte Thema Min-Vol. Das sehen Sie hier in diesem hellgrün. Oder wir haben Aktien, die eine sehr, sehr hohe Qualität haben. Das sehen Sie in grau. Oder Aktien, die eben eine geringere Marktkapitalisierung als der breite Markt. Oder das Thema Substanzwert im Vergleich zum breiten Markt. Das sehen Sie hier in dunkelblau mit Value. Und da sehen Sie schon mal diese Klassifizierung. Wir haben gesehen, dass das, was sehr, sehr gut gelaufen ist in den vergangenen Jahren, doch noch mit erheblichen Problemen zu kämpfen hatte. Das sehen Sie hier, das Thema Minimum Volatilität, also schwankungsarme Aktien. Und Sie sehen es jeweils, wie gut oder wie schlecht hat die Kategorie abgeschnitten im Vergleich zum Gesamtmarkt. Also alles, was hier drunter liegt, hat schlechter abgeschnitten als der Gesamtmarkt. Das war jetzt eben vor allem auch das Thema Minimum Volatilität. Das war das Thema natürlich auch Qualität, was Sie hier in Grau sehen und was ist besser gelaufen. Klar, wir sehen hier natürlich das Thema Größeneffekt. Also kleinere Unternehmen sind besser gelaufen als der große Gesamtmarkt. Also auch das, wie gesagt, ich glaube mal ein wichtiges Thema, weil viele Investoren fangen an, ihre Denkweise umzustellen. Man schaut nicht mehr auf den Namen, ist das jetzt BASF, ist es Siemens oder ist es General Electric, sondern man gruppiert diese Aktien ein und diese Faktordenke wird tendenziell auch einen immer größeren Erklärungsgehalt dafür haben, wie sich Aktien entwickeln, wie sich Aktiengruppen entwickeln und natürlich auch, wie sich verschiedene Segmente von Investmentfonds hier in der Zukunft entwickeln. Sie lesen dann zwar in der Zeitung oder hören
im Fernsehen, warum jetzt eine Aktie gefallen oder gestiegen ist, aber tendenziell die Erklärungen sind oft viel technischer Natur. Das eine ist dieses Thema Smart Beta, respektive Faktorprämien. Das andere sind technische Handelsmodelle, die versuchen, Risiken gleich zu gewichten. Also das Beispiel Risk Parity. Und das sind Erklärungsansätze. Die sind nicht so spannend, die sind keine Story, aber die erklären, glaube ich, in der Zukunft viel, viel besser, warum sich manche Kapitalmarktsegmente entwickelt haben, wie sie entwickelt haben. Es war eben nicht der gefallene Ölpreis oder die gestiegene Risikoaversion oder der Wechselkurs Euro-Dollar, sondern das waren tendenzielle technische Aspekte, die hier dahinter liegen. Ansonsten Diverses haben wir auch noch und ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt, weil wir sehen momentan, wenn man sich so die Bestsellerlisten der Direktbanken anschaut oder auch das, was bei den Fondsranglisten momentan nachgefragt wird, da haben wir das Thema Indexfonds beziehungsweise Kategorien, die bereits sehr stark gelaufen sind als Topseller, auch bei den selbstentscheidenden Kunden. Und da sehen Sie schon hier mal, was wären denn die längsten Perioden, in der S&P 500, also der US-amerikanische Aktienmarkt, gelaufen ist, ohne dass er um 5% korrigiert hat. Also wie viele Punkte hat er da gemacht, beziehungsweise wie viele Prozentpunkte hat er da gemacht, also aktuell 19,1%, und wie viele Tage hatten wir keine Korrekturen? Sie sehen schon, das ist eben die aktuelle Phase, die begann am 28. Juni 2016, was nebenbei, der 28.6. ist mein Geburtstag, und jetzt sind wir hier die Daten bis zum 11.7. Also über ein Jahr hatten wir keine Korrektur über 5%. In der Phase haben wir 19% Kursgewinn. Gleichzeitig ist der Volatilitätsindex der VIX nahe Allzeittief. Und das passt auch wieder sehr schön mit dem Herdenverhalten zusammen, dass natürlich jetzt das gekauft wird, was sehr stark gelaufen ist, dass die Risikowahrnehmung etwas zurückkommt. Und dementsprechend muss man aktuell vorsichtig sein, dass man seine eigene finanzielle Risikobereitschaft nicht überschätzt. Vor allem auch da die Darstellung in der Finanzbranche und auch teilweise von den Internetanbietern, die sich hier mit moderner Technik versuchen zu positionieren, nicht immer so sind, als dass das hier wirklich so dargestellt wird, wie es vielleicht sein sollte. Also, wie gesagt, hier ein bisschen Vorsicht. Ansonsten, was Sie häufig in der Zeitung lesen, das Thema Rezession in den USA über die Zinsstrukturkurve. Deswegen hier für Sie nochmal zum Hintergrund die Man misst die Differenz von kurz- und langfristigen Zinsen und sobald diese negativ wird, sagt man, okay, das ist ein sehr, sehr guter Indikator für eine Rezession, hat auch historisch einen relativ guten Erklärungsgehalt. Und ich habe Ihnen hier mal beide Kurven abgetragen. Hier in Blau sehen Sie die 10-jährige Rendite einer Staatsanleihe abzüglich der 2-jährigen und in Rot nochmal die 10-jährige abzüglich der 5-jährigen. Und dann da sehen Sie natürlich schon, wie hier besonders in Blau die Kurve hier im Endeffekt nach unten kommt, wie die Renditedifferenz sinkt. Aber das ganze Thema hat sich jetzt auch ein bisschen stabilisiert. Also das war ein Thema, wird immer mal wieder rausgeholt und man sollte natürlich auch darauf schauen. Aber insgesamt müssen wir uns auch klar machen, dass wir von Seiten der amerikanischen Notenbank ja die Ankündigung haben, die Bilanz zu schrumpfen. Das würde dafür sorgen, dass eine Nachfrage am Kapitalmarkt wegfällt, der Anleihen kauft. Gleichzeitig würde sich neues Angebot am Markt ergeben. Zudem muss Amerika sich am Kapitalmarkt refinanzieren. Das Thema Schuldenbremse wird man sicherlich lösen, so wie man das immer getan hat. Und das könnte allein auch technisch bedingt durch die Aktion der Notenbank dazu führen, dass wir hier eine fallende Renditedifferenz zwischen lang- und kurzfristigen Zinsen haben. Also dieser Indikator könnte zumindest mal für die aktuelle Phase durchaus an Bedeutung verlieren, aber man schaut eben drauf und dementsprechend habe ich Ihnen den mal mitgebracht. Ansonsten auch nochmal das Thema, wir haben gesehen, Schwellenländer Aktien, sehr, sehr starke Wertentwicklung, ungefähr 25, 26% plus, wenn wir die Währungsentwicklung nicht mit einbeziehen, Euro-Dollar. Und deswegen hier mal das Preis-Buchwert-Verhältnis, tendenziell je niedriger, desto günstiger, ist nur ein Indikator neben dem Kurs-Gewinn-Verhältnis, der Dividendenrendite, dem Dividendenwachstum und. Da gibt es ja viele fundamentale Faktoren, auf die man schauen kann. Aber ich habe es Ihnen einfach mal mitgebracht und man sieht im Endeffekt hier die Schwellenländer vom Buchwert her deutlich günstiger bewertet als die Pendants in den Industrienationen und das auch natürlich ein Ergebnis nach der Finanzkrise. Die Risikoaversion relativ hoch. Es ist viel Geld aus den Schwellenländern rausgeflossen, ging eher in die etablierten Industrienationen, vor allem natürlich den starken und
tiefen und auch sehr breiten US-Markt und dementsprechend könnte man auch argumentieren, dass, wie gesagt, diese starke Wertentwicklung einfach ihren Grund darin sieht, dass eben die Werte deutlich günstiger bewertet waren, wenn man und auch noch bewertet sind, wenn man hier auf das Thema Kursbuchverhältnis schaut. Wichtig auch hier, Schwellenländer schwanken stärker, sie haben höhere Liquiditätsrisiken. Man sollte sich nicht nur von Bewertungen blenden lassen, aber eine Beimischung von Schwellenländern, sowohl auf der Aktien- als auch auf der Anleihenseite, bringt durchaus einen sinnvollen Diversifikationseffekt fürs Portfolio. Welcher Anteil, das ist natürlich immer individuell zu betrachten, aber grundsätzlich auf Ebene der Diversifikation macht es doch mehr Sinn, vielleicht mal ein bisschen Schwellenländer über die Aktien- und die Anleihenseite beizumischen, als sich darüber Gedanken zu machen, ob man jetzt eher Daimler zukauft oder eher Volkswagen, weil ja beide momentan aufgrund der Kartellthematiken und der Dieselaffäre im Preis gefallen sind. Auch zum Thema Konjunktur, auch hier muss man ganz klar sagen, Sie sehen hier den wirtschaftlichen Überraschungsindex, der von der Citigroup berechnet wird. Vereinfacht gesprochen, sind wir oberhalb der Nulllinie, dann waren die Erwartungen schwächer als die tatsächlichen Zahlen, also es kam zu positiven Überraschungen. Umgekehrt, unterhalb der Nulllinie, dann waren die realen Daten schlechter als die Erwartungen, man hat negativ überrascht und Sie sehen es hier, klar, Großbritannien drunter, aber auch die USA, da hat es teilweise mal ganz schön reingehauen in Q1. Mittlerweile relativiert sich es wieder ein bisschen, aber wir sehen es insgesamt, wir sind hier noch unterhalb dieser Nulllinie und China hat sich ordentlich gefangen. Die Frage ist zu welchem Preis, wenn man sich die extreme Kreditvergabe an den privaten Sektor anschaut und die Eurozone, na, hier in Grün auch immer noch solide über der Nulllinie, also die Eurozone hat hier definitiv positiv überrascht. Dazu kam die nachlassende Risikoprämie aufgrund der Politik und dementsprechend wundert es nicht, dass auch wieder Kapital in die Eurozone fließt und das natürlich auch eine Erklärung dafür, warum der Euro sich gegenüber dem US-Dollar entsprechend verteuert hat. Ansonsten auch die OECD, die Indikatoren, die sehen ganz solide aus. Sie sehen es hier, wir haben kein überbordendes Wachstum, wir haben aber auch keine Anzeichen für eine globale Rezession. Alles in allem eine recht ordentliche Entwicklung. Die USA scheint etwas schwächer zu werden. Dafür ist in der Eurozone besser gelaufen, als man das erwartet hat. China, wie gesagt, steuert sehr, sehr stark über die Kreditvergabe an den privaten Sektor. Hier könnte es irgendwann mal die Nebenwirkung von Kreditexzessen geben, aber auch das ist momentan kein Thema, was an den Märkten wirklich nachhaltig Eindruck schafft. Es wird zwar immer mal wieder diskutiert, es wird aufgegriffen, aber es scheint in die Entscheidungsfindung für die Verteilung von Vermögenswerten momentan nicht wirklich einzugehen. Also Fazit zur Konjunktur. Die Daten lassen weder eine Wette auf einen Boom noch auf eine globale Rezession zu. Die Bäume wachsen nicht in den Himmel, aber vor allem muss man auch ganz klar festhalten, das sind keine spektakulären Rückschlüsse hier auf die Anlagestrategie, die zu ziehen sind aufgrund der konjunkturellen Entwicklung, sondern wenn wir uns die Daten und Fakten anschauen, dann heißt das für die Anleger, sie sollten sich relativ nah bei ihrer strategischen Vermögensstruktur positionieren. Für einen von ihnen kann es 60% globale Aktienquote heißen, für den anderen nur 15%, aber grundsätzlich die Orientierung an der eigenen finanziellen Risikobereitschaft, die ist immer sinnvoll und noch dazu, wie gesagt, von der volkswirtschaftlichen und konjunkturellen Seite momentan kein Grund hier besonders spekulativ von der sinnvollen Quote hier entsprechend abzuweichen. Deutschland brummt auch das aus aktuellem Anlass, der IFO-Geschäftsklimaindex auf einem Allzeithoch. Das heißt, die Unternehmen in Deutschland haben ihre aktuelle Lage noch nie so gut eingeschätzt wie im Moment. Das sehen Sie hier in der dunkelblauen Linie, also da ging spektakulär nach oben, aber auch hier in Grün die Erwartungen für die Zukunft auf einem sehr, sehr guten Niveau. Also Deutschland boomt, aber die Nachteile, die sind natürlich bekannt. Die Zinsen sind viel, viel zu niedrig für Deutschland. Wir werden mit Sicherheit in einigen Jahren feststellen, dass wir Fehlallokationen von Kapital hatten, dass wir Vermögenswerte zu teuer eingekauft haben aufgrund der niedrigen Zinsen. Auch die Exportüberschüsse, die wir hier kreieren, die Leistungsbilanzüberschüsse, die führen natürlich auch zu Problemen, zu Disbalancen. Wir haben das Thema Tage-2-Saldo, also die Nebenwirkungen, die haben Sie vorhin gesehen, aber die sind eben momentan nicht wirklich schlagend. Die werden zwar gesehen, aber sie materialisieren sich nicht und dementsprechend momentan, Sie sehen es hier, Deutschland, die Konjunkturlokomotive, die brummt und man kann durchaus darüber diskutieren, ob wir nicht sogar ein Überschießen der Konjunktur haben, was ja auch nicht überraschen sollte, weil die Zinsen sind eben viel, viel zu niedrig. Etwas, was wir ja am Anfang des Webinars schon behandelt haben. Im Ergebnis, wenn wir uns die verschiedenen Faktoren anschauen, die Reaktion kann nur sein, dass Sie Ihre
Anlageentscheidungen professionalisieren, weil wenn die Zinsen zu niedrig sind, und das sind sie aktuell definitiv, besonders wenn sie die Inflation einbeziehen, dann sind die Realzinsen negativ, dann müssen wir uns klar machen, wir haben eine Knappheit an risikolosen Investitionsmöglichkeiten, und da spielt es keine Rolle, ob sie eine mit einem A- geratete Unternehmensanleihe kaufen, ob sie eine Top-Immobilie auf einer Top-Straße in einer deutschen Metropole kaufen oder eine Wohnung oder ein Mehrfamilienhaus. Da zahlen sie mittlerweile auch das 30-fachen der Jahresmiete, und das zeigt schon, wie knapp langsam risikolose Investitionsmöglichkeiten werden. Also da könnten wir ein Überschießen der Preise sehen. Dieser Anlagenotstand führt dazu, dass Anleger Investitionen tätigen, die nicht ihrer Risikoneigung entsprechen. Eben dieser Anlagenotstand, der einen dazu verführt, und das trifft nicht nur private Anleger, das trifft auch professionelle Anleger, die hier die Rendite-Risikoleiter immer weiter hochklettern. Also hier macht es auf jeden Fall Sinn, die eigene Depotstruktur mal zu betrachten, weil Sie haben beispielsweise Indexfonds, die in Anleiheindizes investieren. Dort haben Sie heute längere Restlaufzeiten. Also Sie tragen das Kreditrisiko länger, Sie haben geringere Renditen, dazu haben Sie ein größeres Zinsänderungsrisiko, obwohl Sie an dem Produkt, was Sie im Wertpapierportfolio sehen, nichts verändert haben. Also sprich, Ihr Risikoverhältnis hat sich verschlechtert, obwohl Sie keine Transaktion getätigt haben. Also muss man in diese Indexfonds auch hineinschauen. Ähnliches gilt für Investmentfonds. Auch die haben sich die Rendite-Risikoleiter hochtreiben lassen. Sie sehen immer noch die gleiche Position mit der identischen Wertpapier-Kennnummer oder identischen ISIN im Portfolio, aber die Rendite-Risikokennzahlen haben sich verändert. Also hier muss man auf der Depot-Ebene des Anlegers schauen, und man wird reagieren müssen, nicht um sein Risiko- oder Renditeverhältnis hier zu steigern, sondern um es wieder auf das Verhältnis zu bringen, was irgendwann mal zu ihrer Mentalität gepasst hat. Ansonsten, niemand weiß, wann der Anlagenotstand endet, aber was bedenklich ist, ist die offensichtliche Gleichschaltung der Investoren. Das sehen Sie in vielen Bereichen. Was man momentan bei den Investoren sieht, ist beispielsweise, dass man sagt, okay, weniger Zinsänderungsrisiko, die Kreditrisikoprämie lassen wir aber gleich. Also macht man sich über variabel verzinste Anleihen Gedanken. Das grundsätzlich natürlich auch sinnvoll. In anderen Bereichen, auch gerade wenn es um illiquide Investments geht, wie Immobilien, wie Infrastruktur oder auch vielleicht wie vorbörsliche Unternehmensbeteiligung, da muss man schon vielleicht ein bisschen stärker differenzieren, weil sie auch hier nicht so gut mischen und streuen können, wie sie das mit einem Wertpapierinvestment eben darstellen können. Ansonsten, klar, wir haben ein Risiko von extremen und bisher historisch nicht beobachteten Rückschlägen, einfach weil uns die Daten fehlen, weil dieser extreme Anlagenotstand besonders in der Eurozone ja, historisch einmalig ist, und dementsprechend sind auch die Modelle, die versuchen, Risiken zu kalkulieren, hier natürlich zu hinterfragen. Da fehlt ein bisschen gesunder Menschenverstand, und aber wenn man da vernünftig rangeht, dann kann man relativ schnell erkennen, wo eigentlich die Stellschrauben auch sind. Wir stellen das auch fest, wenn wir uns Portfolios betrachten. Meistens kommen sie mit dem Pareto-Prinzip relativ schnell voran, also 20% der Maßnahmen, die sie vornehmen, die führen bereits zu 80% des Ergebnisses, und dementsprechend momentan eine gute Zeit, sich damit zu beschäftigen, insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Europäische Zentralbank ja momentan hier nochmal Zeit verschafft hat, da sie es eben nicht so klar geäußert hat, wie es einige Marktteilnehmer vorweggenommen haben. Ansonsten, wir müssen etwas tun, nicht damit es besser wird, sondern um es nicht schlechter werden zu lassen. Und das berührt wirklich alle Bereiche. Das geht von der Ruhestandsplanung, der für die Altersvorsorge eingesetzten Produkten, bis hin zur Anlagestrategie im Wertpapierportfolio. Also alles muss auf den Prüfstand, weil Sie haben es schon gesehen, wir haben viele Wechselwirkungen, die wir berücksichtigen müssen, und dementsprechend müssen wir auch vernetzt denken, um hier die entsprechenden Probleme auch identifizieren zu können. Ansonsten, die Herleitung einer individuellen Anlagestrategie, wie tun wir das? Nun ja, die Kernfrage muss natürlich sein, welche Rendite braucht der konkrete Anleger überhaupt? Und dazu muss man wissen, wie ist mein Status quo, wie sieht die Vermögensstruktur aus? Und zwar über alles, über Zertifikate, Aktien, Investmentfonds, Versicherungen, die dem Vermögensaufbau dienen, bis hin zu den nicht veräußerbaren Rentenanwartschaften und der betrieblichen Altersvorsorge. Die Lebensziele müssen klar sein, warum überhaupt Geld angelegt wird. Und dann kann man schauen, okay, gibt das Kapitalmarktumfeld diese Renditen her? Wenn es das Kapitalmarktumfeld hergibt, wie ist die finanzielle Risikobereitschaft als Persönlichkeitsmerkmal? Passt das immer noch oder haben wir hier Widersprüche? Und dann muss man sich anschauen, welche Klumpenrisiken sind in der bestehenden Vermögensstruktur vorhanden? Und
Da sehe ich oft große Augen, wenn wir das mit Kunden besprechen, weil einfach die Wechselwirkungen hier nicht klar sind, weil doch ein Schubladendenken vorherrscht, was natürlich auch ein Ergebnis dessen ist, dass die finanzielle Bildung schon in der Schule zu gering vermittelt wird und auch, dass die Beratung natürlich tendenziell in der Vergangenheit oft zu sehr produktbezogen war und zu sehr auf die zugrunde liegenden Vermögensklassen als Träger von Rendite und Risiko abgestellt hat. Ja, im Ergebnis, ich habe es Ihnen nochmal mitgebracht, das sind die wesentlichen Themen, die wir ja auch begleiten, also überhaupt mal die Definition der finanziellen Ziele, die Ermittlung der Vermögensstruktur und deren Analyse, darauf aufbauend die Herleitung der individuellen Anlagestrategie und dann auch die Frage, wie setze ich das kosteneffizient und bankenunabhängig um? Kosteneffizient in dem Sinne, wo macht es Sinn, passiv zu investieren, also beispielsweise Indexfonds zu kaufen? Wo macht es Sinn, aktiv zu investieren, also einen Investmentfonds, einen aktiven Manager, einen Vermögensverwalter mit der Umsetzung der Strategie zu betrauen? Also für unterschiedliche Segmente wird man da zu unterschiedlichen Meinungen kommen. Dann die Auswahl der passenden Lagerstellen im In- und im Ausland und auch das darüber hinaus natürlich die steuerlichen und rechtlichen Themen, die hier relevant sind. Steuerlich natürlich die Investmentsteuerreform 2018 als großes Thema, die durchaus auch Gestaltungspotenzial bietet, insbesondere auch für betriebliche Anleger. Die rechtlichen Themen, die immer wieder mit reinspielen, die einfach daraus entstehen, dass sie verheiratet sind, dass sie Wechselwirkung haben mit Kindern, dass wir auch Aspekte der Vermögensnachfolge haben, die natürlich auch die Anlagestrategien berühren. Auch das alles muss man mal diskutieren und am Ende des Tages, ähnlich wie beim TÜV, alle 2 Jahre macht so ein Abgleich mal Sinn, je nachdem auch wie stark das Umfeld sich das ändert. Ja, meine Damen und Herren, an dieser Stelle wäre ich am Ende und würde dann auch die Aufzeichnung hier beenden, die Sie natürlich wie gehabt im Nachgang zur Verfügung gestellt bekommen. An der Stelle können wir dann jetzt gerne auch auf Ihre Fragen eingehen, die Sie wie gewohnt über das Chatfenster stellen können. Sofern Sie uns bereits jetzt verlassen, darf ich Ihnen einen schönen Abend wünschen. Machen Sie es gut. Bis bald. Auf Wiedersehen.